Hallo, darf ich euch herzlich begrüßen, liebe Zoofreunde hier auf dem, unserer Anlage der Galapagos Riesenschildkröten. Ich möchte gerne aus meinem Bereich so ein paar Details erzählen, die dieses Jahr stattgefunden haben und vielleicht noch einen kurzen Ausblick aufs nächste geben. Wir befinden uns hier auf der Anlage, die dieses Jahr umgebaut wurde. Wir haben den gesamten Boden ausgetauscht für die Tiere und wir haben hier einen Hügel errichtet, der dazu dient, dass die Tiere ihr Futter oben suchen müssen. Das heißt, sie müssen sich viel mehr bewegen, anstrengen, damit sie hochkommen. Insgesamt hat sich dieser Umbau der Anlage, der längere Zeit gedauert hat, gelohnt. Die Tiere sind sehr aktiv, liegen sehr unter den neuen UV-Lampen, die sie bekommen haben, sonnen sich dort und fühlen sich sichtlich wohl. Aus dem Bereich Artenschutz haben wir im Aquarium eine neue interessante Tierart bekommen, und zwar den langflossigen Wüstenkarpfen. Das ist eine Art, die in der Natur schon ausgestorben ist, stammt aus dem Hochland von Mexiko. Und diese Fischart wird nur noch in Menschenhand, befindet sich nur noch in Menschenhand und wird dort von Hobbyzüchtern als auch von Zoos vermehrt und als Art am Leben erhalten, mit dem Ziel, sie später wieder auswildern zu können. Wir haben hier von Tiergarten Schönbrunn wenige Tiere bekommen und wollen uns an der Arterhaltung dieser Art beteiligen, indem wir hier eine Zuchtgruppe aufbauen und dafür sorgen, dass diese Tierart auch weiterhin unseren Planeten hoffentlich dann auch wieder in der Natur bevölkern kann in naher Zukunft. Schluss möchte ich euch noch einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Wir sind ja in enger Zusammenarbeit mit dem Naturschutzprojekt Plant for Future, den Rostockern, die hier in Peru ein Naturschutzgebiet gekauft haben und sich dem Schutz des fantastischen Baumsteigerfrosches verschrieben haben. Auch diesen werden wir im Zoo bald zeigen. Wir haben eine kleine Anlage vorbereitet, die wir demnächst eröffnen werden, wo dann auch der fantastische Baumsteiger zu sehen ist, und zwar in unserem Südamerika-Haus im historischen Zoo.